Willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Also, erstmal muss ich wieder sortieren. Scheiße, ich habe zu viel in meinem Inventar. Hilfe! Ghostfish weg. So, dann haben wir die Solaszenz. Ah, ne. Wie wird woanders einsortiert? Hier wird sie einsortiert. Die Sagen, dahin, damit die ist Slime dort. kein Questgegenstand mehr. Wie du meinst. Weil die Quest, die haben wir ja schon, dadurch, dass man ja nur zwei benötigt hat. Dann würde ich noch das eine gucken. 24 Bugmeat und 2 Copperbars. Haben wir noch ganz viel Bugmeat? Ja, guck dir das an. Und 2 Copperbars sind ja auch nicht die Welt. Dann kannst du aber zwei machen. Kannst du mit der Rechte einen mitmachen. Stimmt. Cuts the duration of negative status effects in half. Liegt in der Truhe. Jo. So, und dann gehe ich jetzt weiter in die Mine für die Quest. Du musst ja noch mit Luis reden. Genau, ist das. Denk dran, Frozen Tier und Frozen Geode wären beide noch geil. Ja, dein Ahorn scheint auch fertig zu sein. Naja, der ist auch noch ein Questteil. Den hol ich gleich noch. Aber ich muss Erstmal. momentan hier so 10.000 Kürbispflanzen gießen. Ja, aber überleg doch mal, wie viel Cash wir machen. Was haben wir hier für eine Party? Ja, viel Spaß. Ich brauche ganze drei Gießkannen für dieses Beet. Das Chopped Gold Ore. So. Gehen wir mal weiter. Apropos, kann ich mittlerweile? Jo, ich kann die Dinger abbauen. Sehr schön. Ich kann diese hässlichen Riesensteine endlich von unserem Grundstück zerstören. Hey Willy. Ich tue schon wieder die ganze Welt abbauen, nur dass wir eine Leiter spawnen. Das ist so schrecklich. Ich habe links im Inventar, was ich hier irgendwie abgeben kann.
Hier ist großes Meeting. Bleib stehen. Bleib stehen! Ich will mit euch reden. Please. What do I think I should to do today? Watercolor painting, relax and read magazine, stop being a selfish crybaby. Alter! that's a pretty good idea actually. Ja, kein Ding. Würde gern. Wie viel Zeit habe ich dafür? 340 Gold, danke. In 2 Tagen. Wie weit bist du? Ich hab schon fertig, aber ich guck mal, ob ich es eventuell noch schaffe reinzugehen, aber es wird mit der Energie sehr knapp. Brauch ich jetzt ein bisschen das meine Glück. Ich hab die Hoffnung, dass du, wie heißt es, auf 70 runterkommst, damit ich da hingehen kann direkt. Ja, das meine ich. Bei 68. Nice, 69. Weißt du, ob die Leitern offen sind? Will ich jetzt runterkommen? Ah, ich kann ja gucken. Doch, sind ja. Sie. Dann komme ich schnell. Okay, ich kehre dann wieder zurück, wenn du ja weitermachst. Jo. Komm, Hoffnung! Okay, 69. Bei mir waren da keine Gegner. Komm, Geist! Okay, hab ihn. Hab auch den Eingang für 70. Ich hab die Omegiode. Ich hab die Frozen Tier. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch eine Frozen Geode.
Ich glaube, so selten sollte die ja nicht sein. Die haben wir letztens sehr oft gefunden. Ich will jetzt mal ein bisschen Steine abbauen. Vielleicht finde ich die da durch. Frozen Geode. Sehr schön. Heißt das, dass wir einen weiteren Bundle haben? Ich weiß das noch nicht 100%. Ich habe Master Slingshot. Boah, auf dem letzten zurückkommen. Achtmal, hier macht der Laden dicht. Und ich bin um 57. Ja, guck dir da mal den Dungeon an. Ja, ich glaube, das geht hier ganz auf ein Advanced Level. Neue stärkere Mobs. Was ich vielleicht gucken würde, ist, ob man vielleicht nicht bessere Schwerter und sowas im Shop sich holen kann. Ja, mach ich gleich mal. Ich guck mal, wie stark die sind. Er scheint schon auszuhalten. Oh, mit dem Digger macht das aber schon Spaß, weil, guck mal, die kommen hier nicht weiter. Siehst du das? Ja. Ich hab Bone Fragments. Oh, hier sind nochmal sehr viele Korallen. Nice. Oh, ich sollte mal hochkommen. Jupp. It is time. Wann startet nochmal dieses komische Event, wo du neun seltene Dinge brauchst? Dienstag. Wir haben Samstag. Okay. Kann sein, dass gleich die Minecarts funktionieren. Okay, ich bin mal gespannt. So, ab geht's. Sleep! Eine Sekunde. Aber bei dem Newspaper. Alter, lass mich zugreifen. Newspaper könnte, die Dings könntest du auch mal irgendwann zum Gunter bringen. Ja, ich komme halt zu nichts, was soll ich sagen? Was passiert jetzt? Ich bin Level 6 Farming. Oh, ein Quality Sprinkler. Boah, mehr viel Geld. Breath. Alter, Level 3 Combat. Ich kann Root Splatter craften. Yo. Wobei theoretisch wäre jetzt die letzte Chance, um nochmal Kürbisse anzusetzen. Sollen wir oder sollen wir nicht? Gute Frage. Mein Inventory ist voll. Ach. Ja, komm. Wir kriegen dadurch einfach so viel Geld. Ich glaube, das ist worth it. Auch selbst wenn du dich darauf einstellen musst, halt nochmal wesentlich mehr anzupflanzen oder beziehungsweise zu gießen. Okay. Hab dann aber auch für nächste Zeit keine Spitzhacke mehr. Na gut, Spitzhacke hab ich ja.
sie irgendwas? Okay. Nanta, kriegen wir eine neue Quest, die dann hoffentlich machbar ist. Junge, die Geschichte von mir und meinen 10.000 Kürbissen. Und ab morgen werden es 20.000 sein. Wahrscheinlich. Ach, der Laden macht erst um 9 auf. Der hier macht um 8 auf. Vielleicht erstmal nochmal gucken, ob man das vielleicht noch braucht. Oh, guck mal hier mit diesem Oak Wisdom dem Maple Syrup. Ich glaube, das ist gegebenenfalls auch nochmal eine Quest. Da ist ja noch eins. Jo. Das Oak Syrup habe ich eben woanders dahin getan. Das kann ich aber nochmal. Oh. Gleich. Öffnen. Okay. Kann sich jetzt kaufen. Ah ne, man kann sich jetzt noch Kohle zusätzlich kaufen für 150. Ja, der Top wollen nicht mehr alle. Okay. Steel Pickaxe. Zu meiner Freundin. Weil bald dürfen auch die ersten Kürbisse fertig sein. Guck mal nach, wie lange die brauchen. Ja, 13 Tage. Hey Jess. Hey Schatz. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Ha. Oh, nice. Ich glaube, ab morgen, dafür müsst, ich glaube, das kostet 200, kannst du ihr Blumen geben und dann ist sie deine Freundin. Also wirklich offiziell deine Freundin. Nice. Was für ein Blumen? Da musst du halt in den Pire-Shop gehen. Okay. Ich kann ja mal gucken, ob die Crepes, ob die auch was wären. Nee. Mit wem muss ich nochmal reden? Wer ist nochmal Gas? Gas ist doch der Dings, oder nicht? Eines ist mir gerade aufgefallen. Gather 100 Pieces of Bone. Wir haben ja schon 2 geschafft. Ich habe doch welche gerade eben gefunden. Achso. Einfach imagine 100 davon. Für
75 Gold nochmal. Abigail. I was thinking about dyeing my hair again. What do you think? Dyed black. Why not blonde? I guess that's a pretty safe choice, huh? Ich hab Hardwood bekommen. Und ich weiß jetzt auch wie. Wodurch? Mit dieser großen Baumstämme. Die kann man mit der Kopperaxt abbauen. Du hast hier eine Kopperaxt hergestellt. Geil. Hardwood. Dann würde ich sagen, lasse ich mir demnächst auch mal eine herstellen. Ja. Oder? Wobei eigentlich theoretisch, einfach nur für Bäume fällen, reicht ja auch eine. Na gut, das stimmt. Dann musst du halt die ganze Zeit die Dings fällen. Erstmal die großen Stämme. Ne, mir fehlt eine Sache. Wir brauchen die Fire Quartz. Die habe ich nicht. Wir bräuchten Fire Quartz und dann haben wir alles, was wir brauchen. Nein. Mit ihr sprechen. Mit ihr sprechen. Schön viel Socializing betreiben. Mit ihm sprechen. Mit dir sprechen, mit dir sprechen. So, was kann ich jetzt noch machen? Wie viel Hardwood haben wir jetzt? Wir haben 4 plus. Wir haben jetzt 5. Noch mal. Wir brauchen 10. Jo, deswegen. Dann haben wir das Set auch fertig. Ja, ich gucke, jetzt sind wir mit Socializing. Dann gib mir die Axt. Ja. Das geht. Dann gib mir die Axt, dann. Zack. Wie war das? Ich stopp sie dann. Ich sehe einfach die Truhe Schüsse mehr. Ja. Gute Idee. Weil mit dem Hardwood haben wir nochmal ein Bundle fertig. Ich meine ja. Ja genau, ich würde sagen, dass wir einfach die Axt uns teilen. Das sollte ja möglich sein. Jo. Okay, wo sind die hin? Ah, bist du. Nein, nicht essen. Super Geschenk. Come on, come on, come on.
Yes, da. Bande complete. Wir kriegen einen Charcoal-Kin. Was? Charcoal-Kin. Oh, die Dings habe ich auch. Die hier. Die Winterroot habe ich. Okay. Die haben wir. Den haben wir. Wir kommen voran. Was ist das? Was habe ich hier? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab's verkauft. Ich kann ja nicht sagen, wie viel es wert war. Wo ist mein Maggie Low? Okay. Day 15. So, heute wird nochmal lustig. Vielleicht werden wir uns die Axt teilen. Dann sollte ich vielleicht in meiner Privatruhe leiden. Honey, are you free this afternoon? I finally got my act together. And I'm doing my art show tonight in the town square. Came into the into town between 3 and 5 p.m. if you want to be there. Also Lea fragt mal, ob ich Zeit habe heute Nachmittag. Sie veranstaltet ihre Kunstausstellung und ich soll um 3, zwischen 3 und 5 in der Stadt sein. Oh nice, denn wir haben das Maple Syrup ist fertig. Da ist so einiges fertig gerade. Ich habe jetzt unseren Charcoal-Ofen dahingestellt. Ah, können wir jetzt aus Holz Kohle machen? Ich meine, ja. Was eigentlich total schwachsinnig ist, weil wir genug Kohle haben. Oh, nee. Ja, guck dir mal den Brief an. Ich glaube, das ist bereit. Genau. Ah, es scheint, als ob du gerade beginnst, mit einigen Leuten eine Beziehung aufzubauen. Wenn du jemandem zeigen möchtest, dass du romantisch interessiert bist, dann solltest du eine wunderschöne Blumen geben. Ich verkaufe dir für einen sehr fairen Preis, wenn du eine Familie gründen willst, dann ist das dein erster Schritt, Pierre. Alles klar, geh ich gleich mal hin. Ja, ich meine, es wird auch gerade mal nur 200 kosten. Ja, für dich nochmal. Die Nachricht, die du eben hattest. Ja, ich möchte dich nochmal erinnern, dass die Stardew Valley Fair morgen beginnt. Vergiss nicht, 9 Items mitzubringen für das Display. Erinnere dich, die Fast Day startet morgen um 8 am in der Stadt. Wir sehen uns dort. Weißt du, ob wir jetzt vielleicht Honig irgendwo für brauchen? Ich meine, das wäre auch wieder Quest Bundle. Dann gucke ich gleich. Ja, einige Sachen. Nachdem ich hier deine 10.000 Dinger gegossen habe. Oh, 4 sind fertig. Also sehen fertig aus. Okay, was haben wir hier? Dust Spirits in den Caves. Okay, Dust Spirits an sich würde ich ja sagen, aber 50. Lakefish. Ich glaube, ich gehe mal dem Angeln nach. Jo, mach das. Na, vielleicht schwimmen auch die Lakefish nicht auf dem Ozean. Ich weiß ja nicht. Ja gut, Lake ist See. Na, erstmal suche ich meine Freundin auf. Boah, jetzt wäre es halt wirklich geil zu wissen, wie man Lakefish. Wofür muss ich angeln? 20. Nämlich an sich haben die Lakefish immer eine Bedingung. Wäre jetzt halt schon geil zu wissen. Doch, nee.
Kein einziger der Kürbisse war Gold. Wir haben ja noch genug. Also useless, in Anführungszeichen. Die bringen so viel Geld. Ja gut, das stimmt. Super Geschenk. 7 Herzen. Bald bin ich auch so weit. Oh, jetzt wird hier schon gefragt, jetzt fragt ihr schon Robin, na, was macht sie hier, die Beziehung zwischen mir und Maru? Na, also, da nähert sich was an. Ach, geschafft. Alles geerntet. Dann muss ich noch zwischen 3 und 5 in der Stadt sein. Eieiei, Stress. Du hast dir den Ring noch gar nicht geholt, den Sturdy-Ring, den ich ja gemacht hab. Ja, stimmt, den wollte ich mir holen, aber kam ich noch nicht zu. Wo ist denn der scheiß Strauß? Blumenstrauß. Da, bei Cat. Ja. Darf ich noch einen davon kaufen? Naja, was bringt's dir, ist die Frage. Ich würde gerne einen mehr haben. Nee, aber einer reicht schon. Ich meine, kannst du ja trotzdem ja holen, aber... Wenn es dich wirklich glücklich macht. Ja, macht's mich. You want to get more serious? I feel the same way. Oh. Also du möchtest ernsthafter werden? Oder? Ja. Unsere Beziehung soll ernsthafter werden. Ja, genau. Ich fühl's genauso. Ich bin ein bisschen nervös. Oh Gott, ist sie nervös. Kannst ja schon nachgucken bei dem Tab. Ja, Marsch. Warte. Girlfriend. Okay, er ist jetzt offiziell ein Girlfriend. Okay. Ich habe schon wieder hier lila eine Seltenheit. Aber scheiße, ich will mal einen Lakefish krieg, das ist die Scheiße. Hier ist es nämlich nicht. Okay, ich muss mit meinem Handy googeln. Oder? Lakefish, wie krieg ich Lakefish? Stardew Valley. Ah, warum nicht die Wiki-Seite? Es gibt schon viele Fische. Boah, ich finde es immer noch so richtig abfuck, dass ich jetzt nicht einfach bei meinem PC googeln kann. Lava Eel. Ja, so ein richtiger Fuck, das macht mich wütend hier. Ich hasse das! Okay. Ich denke, es wäre besser. Ich werde das nochmal introduce. Jemanden vorstellen. Ich stelle meine Sachen vor. Wünsch mir Glück. Ich verarsche nicht, ich suche ja nach Lakefish, aber ich finde hier nirgendwo was. Okay, alle.
Ey, wenn ich auf PC störe, ich könnte einfach nur STRG F drücken und dann einfach suchen, aber diese scheiß Funktionalität alles mal von nicht! Kann sich einfach irgendwie mal googeln! Alter, sei meine mal Fresse! Es macht mich fürs aggressiv. Willkommen in meiner Kunstausstellung. Gott, ey! Ich will die Quest holen. Wie manche von euch wissen, ich kam in diese Stadt, weil ich Inspiration fürs Malen von schönen. Was sind denn Surroundings? Umgebungen. Von schönen Umgebungen brauchte. Jeder Ort fühlt sich wie zu Hause an. Okay, ich stelle jetzt meine Skulpturen vor. Schön, schön, dass alle da sind, bis auf du. Hä, bei mir findet das Event gar nicht statt. Ich habe keinen Namen für diese Skulptur. Sie begann out as an exercise in human anatomy. Also sie ist wie eine menschliche Gestalt. Aber ich endete damit, sie zu sehen in Perfektion oder in Endung. Ihr Ausdruck ist was? Ändert Sprachhilfe. Intentionally heißt mit Absicht. Mit Absicht, mit beabsichtigter Unklarheit. Ender, übersetz mal du weiter. Embarrassed ist so, sagen wir mal, peinlich. Ist das, oder sagen wir mal, ist eher so. Ja, nicht peinlich, aber es geht so in die Richtung. Amüsant, schmerzhaft. Ich lasse das eure Entscheidung. Diese nennt sich Post-Dimensional Null Space. Es repräsentiert die Grenze von der menschlichen Imagination. Die Form und die Farbe ist wie in einem Trance-Status. Ich nenne diese Egghead. Ich möchte eine humanoide Statue kreieren, die als Spielzeug dient, um die Fähigkeit der Zuschauer, also eine physische Entity, ist halt jetzt ziemlich schwierig, das so zu übersetzen. Und die nennt sich Wood Sculpture 3. Es ist eine Zelebrierung von dem Skulpturmaterial Holz. Wow. Karpfen. Nun, das sind meine Skulpturen. Oh, eine letzte Sache. Ich möchte mich ganz besonders bei meinem speziellen Freund Nils für mich bedanken. Er hat mir die Idee gegeben und den Mut, das Ganze auch umzusetzen. Es mag zwar jetzt etwas cheesy klingen, aber es ist wahr. Ich bin stolz auf dich, Lea. Events wie diese bringen Leben in unsere kleine Stadt. Ich liebe deine Kunst, Lea. Post-Dimensional Null Space ist mein Lieblingsteil. Danke dafür, dass du es getan hast. Vielen Dank, jeder. Nun, lass mich die Gebote für diese wunderschönen Kunstteile starten. Das ist wirklich eine sehr hervorragende Edition, heißt so, wenn etwas neu ist. Ja, Neuerung für diese Stadt. Höre ich 5000 Gold für die Pinke?
What the fuck? Okay, cool. Ich kam wieder zu nix. Yo, same. Ich wollte eigentlich mit Dings sprechen. Oh, ich habe auch wieder eine Cutscene. Hallo in der Aufnahme. Kümmerst du dich darum, mir beizutreten? Okay, ich gehe jetzt voraus und sag dir, was in meinem Kopf vor mir schwebt. Ich habe schreckliches Glück mit Frauen in der Aufnahme. Ich bin ein netter Typi, um mich kennenzulernen, ich schwöre. Die Mädchen scheinen dich zu mögen, Ende Aufnahme. Hast du irgendwelche Tipps? Schon das dritte, weil das am langweiligsten ist und war. Das ist das Problem. Agiere ich natürlich, ich habe nie irgendein Glück. Hi Clint, was kann ich für dich heute tun? Ja. Ich hätte gerne einen großen Cheesy mit extra Soße, bitte. High-End-Aufnahme. Danke, Emily. Danke, dass du meine Bestellung aufnimmst. Emily, ich habe mich am Fragen. Ja, Clint? Nicht wichtig. Hi Shane, wie geht's deinem Bart? Danke Emily. Also, wie läuft hier die Arbeitsstunde? Es ist schön, danke, dass du gefragt hast, Shane. Hast du neue Hühnchengeschichten für mich? Chicken, was sind dafür Chicken Stories? Naja, ich glaube, dass Doomed ist so, ich glaube, ich bin am Ende. Auch schon irgendwie bitter. Irgendwie schon. Okay. Da komme ich jetzt auch endlich mal wieder zurück. Eigentlich wollte ich schon mit ein paar Leuten reden. Aber dann ist mir eine wunderschöne Cutscene. Die habe ich schon gesprochen. Ah, ne. Okay. Hey, Girlfriend, und du hast auch so einen Strauß. Ich kann den Strauß essen. Und das Schöne ist, wenn du... Ach ja. Ab jetzt, wo du mit ihrer Freundin bist, kriegst du den Abzug, wenn du nicht mit ihr sprichst. Der wird jetzt größer. Aber sobald du jetzt auf 10 Herzen bist, dann... ist der Abzug dann weg. Ah, okay. Also, beziehungsweise dann gibt's halt gar keinen Abzug mehr. Jo, 2074. Ja, die Pumpkins. Ich meine, allein schon eins sind so 352. Und das sind die normalen, die noch am wenigsten bringen. Aber ich würde sagen, der Iridium-Rod komme ich immer näher. Nein, definitiv nicht. Aber das war's mit dieser Folge. Ja, fällt nichts ein. Beim nächsten Mal geht's weiter. Mit dieser wunderschönen Cutscene. Nein, nee, ist keine Cutscene. Egal. Zeit um zu beenden. Ich sag ciao, Leute. Ciao. Wie schmeckt ihr das?